Herzlich willkommen zurück bei Kuhmann. Let's Play so Schweizerdeutsch und Shadows of the Tomb Raider. Letztes Mal haben wir am Schluss gerade noch kurz Königin gesehen, Arunatu, wo wir informiert haben, dass der Klient entführt worden ist. Ja, und da innen sind wir noch nicht. Ich weiß, wir versuchen nicht aufzuhören. Ich würde gehen, aber ich kann so. Noch nicht gewesen. Kann man jetzt so noch nicht sagen. Also, zeig mal, wo sind wir denn da? Was hat der Eule? Herausforderungsobjekte mit Überlebensinstinkten? Also, das würde bedeuten... Was haben wir da? Ich glaube, das da könnten wir mal uns so ein bisschen zutun. Und was ist das da? Nach der Wundheilung im Kampf widerstehen sie kurzzeitig Schaden. Gut, dann müssen wir einfach ein bisschen mehr Heilung betreiben. Aber ja, der äußere Ring, der hat sich jetzt schon langsam, ja, geschlossen von dem her. Gut, und vielleicht kann man da noch irgendetwas ausbauen. Das ist vollständig, da haben wir vielleicht noch zwei Upgrades oder so. Das machen wir mal, das sieht gut aus. Das können wir auch machen. Sehr gut, sehr gut. Und da ist Maschinengewehrli. Wie sieht es denn da aus? Ja, ein paar Sachen. Haben wir können freischalten. Sehr gut. Ja, unsere Ausrüstung wird immer besser von dem her. Cool. Also, und heute machen wir es so. Ich bin immer noch am Nachspielen und der junge Mann hat noch eine Mission für uns. Die machen wir. Ich habe nur geplaudert. Uchu. Was gibt es denn? Der Tag von Ätzlis Krönung rückt näher. Er wird bald ein Mann sein und die ersten Schritte auf seinem Weg zu Paititis künftigem König machen. Klingt, als würdest du diesen Tag herbeisehen. Die Hoffnung auf diesen Tag lässt uns weiter gegen Amaru und seinen Kult kämpfen. Wir alle müssen uns manchmal daran erinnern, wofür wir kämpfen. Kann ich irgendwie helfen? Als Ätzlis Vater Sairi starb, ließ Unuratu mir die Ehre zuteil werden, sein Ersatzvater zu sein. Ich muss 3 heilige Gegenstände für die Zeremonie besorgen. Doch bei allem, was gerade los ist, schaffst du es nicht. Um welche Gegenstände geht es? Das Amulett des Retters, den Meisterbogen und das Königshorn. Durch sie segnen die Ahnen den künftigen König. Sag mir, was du brauchst und ich sehe, was ich tun kann. Ich habe schon Männer losgeschickt, um das Amulett und den Bogen zu besorgen. Wenn du jetzt noch bei Kabil, dem Instrumentenbauer, das Königshorn abholen könntest, wäre das eine große Hilfe. Er war schwierig, 2 Boten sind gescheitert. Vielleicht kannst du mit seiner Frau reden. Ich glaube, das kriege ich hin. Vorsicht, Kabil ist manchmal etwas gereizt, aber seine Frau Abra kann die Wogen glätten. So, dann müssen wir da so für Krönung vom Ätzli ein paar Sachen organisieren. Gut, können wir natürlich machen. Haben wir noch das Dokument? 29. November 1603. Nach dem Abendessen verließ Lopez die Stadt. Da ich fürchtete, er könnte nicht zurückkehren, folgte ich ihm und fand ihn schließlich am Flussufer. Er stand dort und seine Lippen bewegten sich, als wäre er im Gebet. Um ihn nicht zu stören, wartete ich. Sein Austausch mit Gott muss die ganze Nacht gedauert haben und ich bedauere, zugeben zu müssen, dass ich eingeschlafen bin. Als ich wieder erwachte, stand Lopez mit einem friedvollen Lächeln über mir und die Morgensonne in seinem Rücken erzeugte einen Glorienschein. Er half mir auf die Beine und zog mich in eine feste Umarmung. Zuruilos, ich weiß, wo wir das Artefakt finden, flüsterte er mir ins Ohr. Ja, und ob sie das wirklich gefunden haben, das Artefakt, das wissen wir natürlich noch nicht. Jetzt haben wir zuerst mal eine Mission geschnappt, da, für den blaufarbigen Mensch da. Und jetzt habe ich den Namen schon wieder vergessen, tragisch eigentlich, oder? Aber das ist halt mit steigendem Alter, sinken auch die funktionierenden Hirnzellen. So, what? Das können wir wieder mitnehmen. So, abrollen, ist immer gut. Gut. Und woher müssen wir? Dort hinten. Wir sind gespannt. Und wir müssen irgendein Horn, das königliche Horn müssen wir holen. So, und jetzt schauen wir mal, was das gibt. Ah, da oben. Sehr gut. Vater, Vater, komm schnell!
die ich hick. Was willst du? Wir haben jetzt keine Zeit für Honoratus Rebellion. Bist du Kabil? Uchu schickt mich wegen des Königs. Des Königshorns? Den Ruf an die Zukunft? Sieh doch, was die Zukunft meiner Gegenwart gebracht hat. Geh einfach. Der Kult fand heraus, dass Vater das Horn macht und hat zur Strafe die Pflanzen vergiftet. Mama wurde krank. Mein Bruder Quali sollte auf dem Markt Kräuter holen, aber er ist noch nicht zurück. Das ist furchtbar. Ich versuche, deinen Bruder zu finden und die Kräuter zu besorgen, die du brauchst. Danke. Sehr eigenartig mit der Lautstärke gewesen jetzt da in diesem Teil gerade. Gut, also, wir müssen dementsprechend eins weiter. Da tun wir da zuerst noch ein bisschen Pulver klauen, wenn wir das so gut können. Da. Verzeihung. Ah, Ishik. Wie kann ich dir helfen? Ich suche Quali, den Sohn von Kabil. Oh, der arme Junge. Chimai, einer von Kukulkans Männern, hält ihn oben am Markt in einer Zelle fest. Jetzt wartet er auf den Au wegen der Strafe. Danke. Alles Gute, Ishik. Also, da haben sie verhaftet. Das Kind. Ja, das. Ich weiß auch nicht. Also. Der Kult, der wirft bei mir persönlich schon sehr viele Fragezeichen auf. Weil all das Zeug, was da tun, all die Menschen, die da tun, opfern, siehe Volk, Tempel des Todes. Ein Kräuterdieb. Ist bestimmt sehr gefährlich. Heute ein Diebstahl, morgen ist es ein Mord. Ein großer Sprung, findest du nicht? Willst du wirklich wissen, was ich denke? Wir sollten die kleinen Ratten alle zusammentreiben und ertränken. Jeder einzelne. Vor allem Jomil. Sein Vater mag eine Schlangenwache sein, aber er nicht. Sehr nett. Sehr, sehr nett. Also. Hallo? Ishik, wunderbar. Noch mehr unerwünschte Aufmerksamkeit. Was willst du? Ich möchte Quali helfen. Den Dieb. Du kommst zu spät. Er wurde zum Tode verurteilt. Wegen eines Diebstahls? Als Bestohlener siehst du das anders, Fremde. Okay, danke für die Information. Wie auch immer. Andere Länder, andere Seite, hä? Also. Was ist denn da noch? Hallo. Hey, du bist Ishik von den Fremden, stimmt's? Ja, freut mich, dich zu treffen. Wow, cool. Ich bin Jamil. Was ist denn das für ein Spiel, Jungs? Es ist kein Spiel. Mein Vater ist eine Schlangenwache, ein Priester. Ich habe sein Messer genommen, um es meinen Freunden zu zeigen. Und Chimai hat's gesehen. Chimai weiß, was mein Vater mit mir machen würde und hat das Messer darauf geworfen. Er steckt fest. Oh, vielleicht kann ich was tun. Wow, wirklich? Danke. Also, da oben hat es das Messer irgendwo. Zum Glück ist da schön mein Saalzeichen. Springen wir mal rauf. Da, schau mal, was haben wir da? Das Messer. Fähigkeitspunkt haben wir auch wieder rüberkommen. Danke, Ishik. Gern geschehen. Hey, Moment mal. Die Erwachsenen hier verjagen uns immer. Du hast uns geholfen. Was willst du? Ruhe, ich rede mit ihr. Gut, was willst du, Ishik? Also, können wir zum Dank irgendwas für dich tun? Ich möchte Quali helfen. Du kommst zu spät. Er wurde zum Tode verurteilt. Wir können nichts tun. Und Chimaye, die Wache, hasst dich. Würde Chimaye dich verfolgen, wenn du ihn ärgerst? Warum? Wenn er nicht auf seinem Posten ist, kann ich zu Quali. Klar, das ist gut. Oh, sag Quali, wir treffen uns in der Höhle. Er weiß, wo das ist. Dort ist es sicher für ihn. Mach ich. Gehen wir. Asto, Raimi, mir nach. Samin, du deckst uns. Und danach zur Höhle. Zurück, Ishik. Wir machen dir den Weg frei. Chimai, du Feigling. So, was machen wir jetzt genau? Spüre meine Klinge. Ja, und Lama-Köttel sind köstlich. Aha. So. Gut, dann ist der ja weg. Wo ist er? Bitte, es waren nur Kräuter. Bitte, ich hab... Dein Bruder hat mir von dir erzählt. Wer bist du denn? Jemand, der helfen will. Ich habe das alles doch nicht gewollt. Wollte nur, dass meine Mutter wieder gesund wird. Wo sind die Kräuter?
Gib sie mir. Ich heile deine Mutter. Geh, deine Freunde warten in der Höhle auf dich. Danke. Hier sind die Kräuter. Ich renne so schnell ich kann. Gut, haben wir das Kind befreit? Das ist doch nett, oder? Was die alle sagen da. Lustig. Gut, also, dann müssen wir jetzt mit den Kräutchen wieder heimgehen. Und hier im Dorf haben wir jetzt meistens schon erledigt. So. Quali ist sicher und ich habe die Kräuter für deine Frau. Wirklich? Und willst du sie damit heilen oder um das Königshorn feilschen? Hier, die helfen dir. Sei gesegnet, Ishik. Kabil, du benimmst dich furchtbar. Gib ihr das Horn. Hier, mit Respekt für den künftigen König. Danke für einfach alles. Danke. Immerhin am Schluss so halb etwas wie ein Lächeln, he? Also, dann müssen wir dorthin zurück, wo wir hergekommen sind. Und das machen wir doch natürlich sofort. So. Gehen wir da hinten rauf. Jetzt können wir natürlich auch die ganzen Rohstoffe wieder sammeln, he? Wenn ich das richtig sehe. Aha. Ah, Zeitlupenheilung und... Sehr gut. Das kann man ausprobieren. Verlangsamt die Zeit. Ist mir jetzt nicht so vorgekommen, irgendwie. Ja, noch. Vielleicht kann man es dann nicht machen, wenn man nicht kämpft. Egal. Geschichten über dich sind wahr. Das Königshorn, wie gewünscht. Hat Kabil dir Ärger gemacht? Du hattest recht mit seiner Frau. Sie weiß wirklich, wie man mit ihm umgeht. Danke hierfür, Lara. Gerne. Uchu, was meintest du damit, ich wäre als Erste zurück? Die Männer, die anderen Dinge holen sollten, sind vor 3 Tagen aufgebrochen und noch nicht zurück. Glaubst du, ihnen ist was zugestoßen? Quenti macht mir die meisten Sorgen. Er ist jung, risikofreudig. Springt ins Wasser, ohne vorher zu prüfen, wie tief es ist. Den Typ kenne ich. Jonah. Jonah hat recht. Das beschreibt Quenti perfekt. Ich hätte Quenti nie zu dem verdammten Ort schicken sollen. Zu welchem Ort? Der alten Zisterne. Dort werden Mankos Überreste vor dem Kult versteckt. Wer ist Manko? Der Bauer, der die Vorfahren von Zairi und Amaru vor Jahrhunderten aus Cusco in Sicherheit geführt hat. Wir nennen ihn den Bauernretter. Wir brauchen sein Amulett für die Krönung. Warum wurde Manko versteckt? Mankos Anhänger sind bekannt als der Orden des Bauernretters. Daraus entstand diese Rebellion. Als der Kult von Kukulkan die Macht übernahm, wollte er den Orden vernichten. Manko wurde an einen geheimen Ort gebracht und bewacht. Aber mit dem Niedergang des Ordens schwand auch die Erinnerung an diesen Ort. Wenn du willst, könnte ich nach Quenti suchen. Du hast schon viel getan. Das Königshorn zurückzubringen war eine große Geste der Freundschaft. Es ist wirklich kein Problem. Vielleicht zeigt Quenti mir die besten Klippen zum Springen. Bitte ermutige ihn nicht. Der Eingang zur Zisterne ist eine Höhle über dem weißen Baum. Folge der Spur. Sie wird dich hinführen. Also, Entschuldigung. Gut, das heisst, wir müssen jetzt da eine weitere Mission quasi machen. Jetzt haben wir nochmal einen Fähigkeitspunkt. Das hier war wirklich nicht mein Plan, als ich sagte... Das wären 2. Sehr gut. Was haben wir denn da? Griff des Adlers, Chance, seltene Tiere zu finden. Stimme der Schlange, mit allen Pistolen kann Leuchtmunition verwendet werden. Mhm. Giftgranate. Auch interessant, stellen sie Lockfallen als feindlichen Leichen her.
Weiß ich jetzt gar nicht. Brauchen wir das oder nicht? Eher nicht. Was haben wir da noch? Täuschung des Pumas, dessen sie ungepanzerte Feinde aus gefällt, wenn sie ausweichen und dann konnten. Der wäre natürlich auch schick, hä? Also, dann quasi rot und dann habe ich quasi mit dem grünen. Gut, schauen wir, ob wir das mal herkriegen und ob wir es brauchen. Wir sehen es. Gut. Also, gehen wir zum Manko. Das von Manko ist Manko. Du weißt, es ist. Aber ja, es ist einfach sehr, sehr schön gemacht, das ganze Dorf. Macht auch richtig Spaß. So, und jetzt ist das nämlich so: Ich bin ja immer noch am Nachspielen. Und ich weiß jetzt genau, wo das ist, natürlich, oder? Das ist nämlich da hinten. Da ist der weiße Baum. Und für die, die das da fleissig verfolgen, die wissen, dort oben sind wir schon mal gewesen. Uchu sagt, der Eingang zur Zisterne war eine Höhle über dem weißen Baum. Also, gehen wir da mal rauf. Und eben Leute, die das verfolgen, die wissen, ich bin da schon oben gewesen. Die wissen auch, dass ich da vorne einmal gestorben bin, mit einem Seitensprung. Also Seitensprung, koordinativ Seite gesprungen natürlich da, warte. So. So, dann also gehen wir da rüber. Da bin ich auch seitlich gesprungen. Und da ist der Eingang. Den habe ich nämlich vorher gar nicht gesehen. Ausser ich wäre gar nicht gesehen. Also da bin ich gewesen. Ich weiss, da hat es nämlich irgendetwas gehabt. Das sind Sachen, die wir gefunden haben. Und. Aber dass da noch weiter rüber geht, das habe ich vorher nicht gemerkt. Also jetzt gehen wir mal schauen. Und ich persönlich glaube, da gibt es wieder diverse Fallen und Sachen. Da zu graben. Gut. Und ein Dokument. Nachdem die von der Krankheit ausgehende Gefahr gebannt war, erfuhren wir, dass Lopez bereits wieder fort war. Während einige von uns einen Verrat vermuteten, sorgten sich andere um sein Wohlergehen. Uns blieb nichts anderes übrig, als in der Stadt zu bleiben, und das aus zweierlei Gründen. Sollte Lopez wieder zu Sinnen kommen und das Artefakt zurückbringen, wären wir bereit. Falls nicht, wäre dies der beste Ort, um unsere Suche fortzusetzen. Wir trafen eine Vereinbarung mit dem König, der uns die Rolle seiner Garde, Ärzte und Priester überließ. Okay. Dann haben wir da noch was Überlebensversteck. Da geht es unten durch und da haben wir noch das Wändchen zum Lesen. Das hier zeigt einen Massenzug aus einer großen Stadt. Das muss Manko sein, der die Vorfahren der Priesterin aus Cusco hinausführt. Etwas stimmt nicht. Ja, und zwar, dass es da weitergeht. Aber das heisst, der andere, der auch auf dem Weg war, ist nie da durchgekommen. Sonst wäre das ja schon offen. Also weißt du, was ich meine? Hier war seit Jahrhunderten keiner mehr. Das Amulett des Rettes. Jawohl, das muss ist der richtige Mission. Ort sein. Also, da ist das Seil. Sehr gut. Da nochmal. Gehen wir weiter. So, und was sehen wir denn da? Nochmal ein Artefakt. Das könnte ein Abbild des Bauernerlösers sein. Der Kult von Kukulkan hat es möglicherweise gestohlen, um seine Verehrung durch die Paitizianer zu verhindern. Vielleicht wurde es den Kultisten aber auch als Bezahlung für ihren Schutz überlassen.
Okay, so ein Mannskökerli da. Interessant. Gut. Da ist auch noch das Dokument. Das nehmen wir auch noch mit. Die sterblichen Überreste des Bauernkönigs wurden an einen geheimen Ort gebracht. Wir wissen, dass der Kult Gegenstände und Artefakte stiehlt und sie den Menschen vorenthält, um sie fügsam zu machen. Wir werden nicht zulassen, dass auch Manko derart entweiht wird. So ist das. Und ja, auf dem Weg zu den Zisternen geht es so oben weiter. Ich habe einen Augenblick gebraucht, bis ich das geschnallt habe. Da kann man dann da so hinterher kriechen. Und da findet man natürlich auch noch ein paar Sachen. Da hat es irgendwie komische Geräusche. Das beunruhigt mich ein bisschen. Gut, da ist nichts. Da unten kann man noch reinklettern. Da hat es ein Skelett. Gut, das hat sich aber schon mal gelohnt soweit. He? Ein bisschen Gold haben wir gefunden. So, jetzt gehen wir da wieder raus. Was da unten auf uns wartet. Warte mal kurz. Hoppala, Nüsse. Was da unten auf uns wartet, meine Damen und Herren? Mankos Ruhestätte. Genau. Das sieht verdächtig aus. Finde ich eben auch. Und was da passiert, das sehen wir in der nächsten Folge, wenn es wieder heißt: Come on, Let's Plays mit Shadows of the Tomb Raider. Bis morgen. Ciao.